So, da sind wir wieder mit Metroid Fusion. Und seltsamerweise, obwohl wir uns schon im vermeintlichen Bossraum befinden, blinkt da immer noch die Target, da wo dieses komische Skelett lag. Naja, gucken wir uns mal an, was uns jetzt in diesem Raum wirklich erwartet. Ich bin gespannt. Wasser. Okay, und seltsame Geräusche, dachte ich, aber das sind nur meine eigenen. Okay, anscheinend erwarten die von mir, dass ich da hochgehe. Und what the... Was? What the... hallo? Okay, was ist dein Problem? Was ist... Wirklich, was ist dein Problem, Alter? Ey, jetzt... hallo? Nein, ich möchte kein Date mit dir. Was geht jetzt ab? Echt? Leute. Wie genial. Vor allem genial, dass ich gleich keine Energie mehr habe, wenn ich so weitermache, weil ich überhaupt keinen Plan habe, was ich hier tun soll. What? Echt mal. Okay, das war ein Hit. Jetzt fragt sich nur, wie viele der braucht. Auf jeden Fall hat er seine Farbe geändert. Das ist er vermutlich mal. Nämlich, außer es ist jetzt wirklich was anderes. Wobei, dieses Skelett, das wir gesehen haben, das hatte ja seine Form. Also es könnte theoretisch auch sein, dass der echte Zerus tot ist und das hier eine X-Kopie ist. Bin mal gespannt, ob ich recht habe. Okay. Enthüllt er sich? Ja, es ist eine X-Kopie. Vermute ich jedenfalls. Was willst du? Auf jeden Fall will ich Energie. Was will er für Waffen von mir haben? Ah, Missiles. Okay. Raketen. Immer Raketen. Und ich muss den Boss nochmal machen. Ach ja... Okay, immerhin ist die Speicherstation ganz in der Nähe gewesen. So. Verdammt! Genau derselbe Fehler wie beim letzten Mal. So. Okay. Ja. Das könnte theoretisch das Skelett des echten Zerus sein. Das heißt, jemand hat ihn eliminiert, der nicht dazu autorisiert war. Was für ein Verbrechen. Naja. Aber Samus wurde ja ohnehin dazu autorisiert, deshalb, es ist wahrscheinlich nicht so schlimm, dass er jetzt ohnehin tot ist. So, ich verwende jetzt mal Missiles, dann geht's vielleicht schneller. Na, verdammt. Okay. Nee, ich glaube, es geht mit dem aufgeladenen Beam schneller, genau. Da braucht er nämlich nur zwei Treffer. So. Versuchen wir es nochmal. Zerus, ich bin bereit für dich. Wobei, eigentlich bin ich das nicht. Aber ich tue einfach mal so. So. Komm. Er ist schon längst da, ne? Ja. Wo tauchst du auf? Ich finde, man sieht ihn so wenig... Ja, genau. Man sieht ihn so wenig, wenn er auftaucht. Das macht es nicht gerade einfach. Okay, das war ein Treffer. Jetzt nur noch zwei, wenn ich richtig gezählt habe beim letzten Mal. Verdammt! Er wechselt immer seine Richtung, oder? Ist es überhaupt ein R? Okay, das war zu weit weg. Boah, ich bin gerade geflasht von diesem Boss. Komm schon, ich will dich treffen. So, jetzt müsste er wieder von der Seite hier kommen. Ja. Dann wahrscheinlich... Oh, Mann. Dann jetzt wahrscheinlich gleich von der anderen. Ach, verdammt. So, jetzt kommt er gleich von der anderen Seite. Vermute ich. Ah, verdammt. Er ist so unberechenbar. Oder bilde ich mir das nur ein? So, komm jetzt mal.
in your face. So, warum haut die... Die Energie haut vor mir ab. Die Energie mag mich nicht. Das sind ja auch X-Parasiten, die wissen, dass ich gegen sie immun bin, wahrscheinlich. Und er ist down. Zeris, oder beziehungsweise die Kopie davon, ist Geschichte. Was bekommen wir? Speed Booster einsatzbereit. Anlauf erforderlich. Ah ja. Okay. Davon habe ich schon gehört, aber ich weiß nicht genau, wie das abläuft. Wahrscheinlich muss ich jetzt dadurch. Okay. Ich vermute, das kann ich jetzt gleich ausprobieren. Ah ja. Das ist stylisch. Speed! Ja, das gefällt mir. Können wir es auch so machen? Nee, anscheinend nicht. Aber es sieht so aus, als könnte man das... Nö, okay. Ich glaube, einige bestimmte Blöcke kann man mit dem Speed Booster auch zerstören. Hm. Das sieht auch so aus, als könnte man es... Ja. Okay, Moment. Nee, so geht's nicht. Aber ich will es probieren. Ah, verdammt. Na, wenn die alle irgendwie ganz hinten wären, dann könnte ich sie wahrscheinlich so töten. Aber naja. Moment. Ich muss auf alle Fälle wahrscheinlich hier erstmal alle töten und dann kann ich... Ja. Dann passiert nämlich das. Und ich bin hier. Verstehe. Okay. Dann speichere ich jetzt erstmal, wenn ich die Gelegenheit schon bekomme. Und dann überlege ich mir, wo ich als nächstes lang gehe. Denn jetzt tun sich ja ganz neue Möglichkeiten auf mit dem Ding, glaube ich. Verdammt. So. Okay. Hier konnte ich stehen. Verdammt. Ach, raus hier, raus hier, raus hier. Sofort raus. Ich glaube, das Ding kann man mit dem Speed zerstören. Naja. Okay, gucke ich mir dann auch bei Gelegenheit nochmal genauer an. Aber ich sehe mich erstmal hier um. Denn hier gibt es, glaube ich, auch so Stellen, die man, wo man damit was erreichen konnte. So. Erstmal alles töten. Gut. So. Dann so. Haben wir auch schon mal gemacht. Öfter als einmal sogar. Ich glaube, hier gab es die... Boah, nein. Ist gar nicht gut jetzt. Moment, wenn ich schon mal hier bin, kann ich ja mal versuchen, ob ich hier durchkomme. Nein, komme ich nicht. Das heißt, ich sollte zusehen, dass ich Land gewinne. Aber schleunigst und im wahrsten Sinne des Wortes. Hallo? Ich will hier raus. Ich will nicht mehr planschen. Puh, Gott. Ja, ich glaube, hier konnte ich jetzt weiter. Irgendwo. So. Genau. Haha, das hat Style. Was haben wir hier? Was ist das? Senkung des Wasserstands eingeleitet. Ah, okay. Okay. Verstehe. Wird er komplett gesenkt? Ziemlich jedenfalls. Ah, und jetzt steht das Wasser nicht mehr unter Strom, weil die Stromleitungen nicht mehr in der Nähe sind. Verstehe. Okay. Dann würde ich sagen, ich beende diese Episode mit dem Einsammeln eines Missile-Containers. Wir haben mehr Raketen und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. See ya.